Was ist mit diesem Typen da? Der hat dir doch irgendwie ein Angebot gemacht oder was vom Job erzählt. Sag mal, eine Runde könnte ich noch. Ja. Das ist dein Arbeitsplatz. Komm mit. Was glaube ich jetzt nicht? Was denn? Das glaub ich. Dreimal darfst du raten, wer letzte Nacht eine Jobanzeige geschaltet hat. Ja, wenn du dich schon so fragst, dann gehe ich mal vom Vanity aus. Das Vanity! Ey, jetzt mal ganz im Ernst, als wäre die Situation nicht scheiße genug für mich, ja? Das macht Sam doch nur, um mich weiter zu provozieren. Die hat doch jetzt schon das, was sie wollte. Muss sie weitermachen? Gestern quatscht sie noch von Arbeitsamt und so, schmeißt mir alles in den Kopf und jetzt wird mein Posten schon wieder neu vergeben. Das ist doch ganz klar, überleg doch mal. Der muss gefüllt werden. Die Arbeit muss weitergehen, Schatz. Ja, aber nicht auf diese Art und Weise. Und jetzt pass mal auf, jetzt hör dir das mal an. Tolles Team, tolle Atmosphäre, gute Laune Club, einer für alle und alle für einen. Alter, wen will ich eigentlich verarschen? Das ist Heuchlerei pur, ey. Schatz, jetzt hörst du bitte auf. Lass dir doch nicht ständig von den Leuten am Kahn pissen. Du bist eine starke, positive Frau, also guck nach vorne. Das ist doch alles Geschichte, das ist passiert. Was ist mit diesem Typen da, dies vom Vanity, der Stammgast? Der hat dir doch irgendwie ein Angebot gemacht oder was vom Job erzählt. Ja? Ich weiß nicht. Was, ich weiß nicht? Guck nach vorne, ruf den an, schau, was er will. Und dann musst du dir keine Gedanken mehr über Sam machen oder das Vanity. Da. Okay, los, Daniel. Bitte. Hallo, Hammerschmidt mein Name. Ich habe einen Termin mit dem Herrn Thiel. Habe ich keine Information. Okay, ich habe aber definitiv ein Vorstellungsgespräch heute hier mit ihm. Und ich habe definitiv keine Information. Gut, dann klingeln Sie doch einfach selber oder rufen Sie ihn oder wie auch immer, dann sehen Sie ja, was passiert. Nein. Wie nein? Also, nochmal. Wie nein? Nein. Lea, hi. Frank, hi. Hi. Igor, tut mir leid, ich habe dir noch nicht gesagt, dass sie kommt. Ich hatte noch ein Gespräch. Ich hab's ein bisschen verschwitzt. Aber sie ist okay, sie kann rein. Also sei es gut. Gut. Immer der Ruhe. Okay, danke. Ja, schön, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Danke auch. Ich bin gerade... Willkommen in meinem Reich. Okay, wow. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, hast du nicht gesagt Club? Ich bin überwältigt. Das ist das hier ist der Club. Ich weiß, du hast viele Fragen. Die wirst du auch beantwortet bekommen. Ich beantworte sie dir alle. Aber jetzt muss ich erstmal noch ein Telefonat führen. Ich möchte dich kurz bitten, einmal Platz zu nehmen. Okay. Ich bin dann gleich bei dir, ja? Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. So, geht das mit den Schuhen? Mhm. Da ist ja wirklich ziemlich hohe Absätze. Hallo. Hallo. Sag mal, eine Runde könnte ich noch. Ja. Das, ja, wunderbar. So. Alles klar, was soll das hier bitte für ein Job werden? Das gerade war mega strange und das alles hier sieht irgendwie eher nach Edelpuff oder sowas aus. Also ich verziehe mich jetzt definitiv. Ja. So, Lea, ich habe jetzt Zeit für dich. Ja. Also. Sorry, Frank, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis. Ich bin mal direkt, ja? So Rotlichtmilieu-Bordell oder irgendwie sowas, das ist nicht meins. Ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht. Also, darf ich dich kurz unterbrechen? Wir kennen uns jetzt schon einige Zeit. Sehe ich für dich aus wie ein Bordellbetreiber? Eigentlich nicht. Ja, danke. Komm mal mit mir, ich erzähl's dir. Nimm Platz. Sorry, ich hab grad was mitbekommen. Ich bin ein bisschen irritiert. Okay. Wird ein Missverständnis gewesen sein. Also, pass auf. Wie fange ich an? Ich führe hier seit geraumer Zeit einen exklusiven Club. Mhm. Ja? Und ich habe gesehen, wie du im Vanity mit den Gästen umgegangen bist und auch, dass du mit komplizierten Gästen gut umgegangen bist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass du die Stelle als Bardame hier gut machen könntest. Du würdest im Wechsel mit anderen Bardamen hier arbeiten. Das Gehalt ist sehr gut, das Trinkgeld ist auch gut. Ja, das Einzige, worum ich dich bitten müsste, ist eine Geheimhaltungserklärung, weil meine Gäste, die hier sind, denen ist Geheimhaltung extrem wichtig. Okay. Und deswegen müsste ich dich bitten,
diese Geheimhaltungserklärung zu unterschreiben. Und wenn du möchtest, könntest du dann heute direkt als Probetag machen, direkt bleiben. Der Igor, den hast du gerade schon kennengelernt draußen, der würde dir zeigen, wo du dich umziehen kannst. Und ja, bräuchtest dir eigentlich keine Gedanken zu machen. Also Igor ist auch dazu unserem Anschutz da. Okay, also, würde es tut mir so leid. Tut mir leid, das kam nicht. Nein, vielleicht kam es falsch rüber. Ja. Wenn du möchtest, wie gesagt, wir können das mal probieren, wenn du magst. Wenn du mir das halt nur kurz unterschreiben würdest, dann kannst du dich umziehen gehen und dann, ja, dann legen wir los und gucken, ob du es schaffst. Why not? Unter diesen Umständen sehr gerne. Alles klar, danke. Ich sage Igor Bescheid, kannst du rausgehen, der war doch. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Danke, Frank. Nicht schlecht. Wow. Okay, das ist schon mal cool. Wie sieht's mit der Arbeitskleidung? Also wird man als Bardame in so Wurstpelle steckt? Das ist dein Arbeitsplatz. Schick, schick. Okay, und das habe ich jetzt immer so an, oder? Wenn du angestellt wirst, dann kannst du dir selber raussuchen. Ah, okay. Ziemlich teurer Scheiß am Start. Okay, das ist ja schon mal ganz fein. Aber was ist das für eine lahme Party, bei der keine Musik am Start ist? Ein Tisch im Raum steht mit 4 Stühlen und ein bisschen Feuer und so. Bist ziemlich gesprächig, würde ich so behaupten. Oh. Oh, und dir. Ach, hallo, die schöne Dame aus der Lobby. Ja, in anderer Uniform. Heute 5. Alles klar. Okay, die Herrschaften. Ich heiße Lea und ich werde heute Ihre Bardame sein. Was wünschen die Herrschaften denn zu trinken? Whisky Sour. Whisky Sour? Martini? Mhm. Ich lasse mich gerne einmal überraschen. Sehr gern. Danke dir. Kommt sofort. Wie viel Kohle war das bitte gerade eben? Also so langsam glaube ich, Frank hat echt nicht übertrieben, was das fette Trinkgeld angeht. Und der Job hier wirkt ziemlich easy. So. Das sieht doch wunderbar aus. Vielen Dank. Und sehr gern. Sag mal, Lea, bist du neu hier? Ja, ich habe heute meinen ersten Probearbeitstag und ich hoffe, ich schlage mich nicht allzu schlecht. Da muss ich dir wirklich ein Kompliment machen. Das machst du wirklich hervorragend. Dankeschön. Und ich hätte hier als kleines Willkommensgeschenk. Übrigens, ich bin Henry. Freut mich sehr, Henry. Verzeihung, ich möchte nicht unhöflich sein, aber bist du dir sicher, dass das nicht... Ist das zu wenig? Nein, im Gegenteil. Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist zu viel. Also ich bin so viel Trinkgeld nicht gewohnt, ehrlich gesagt. Ach Quatsch, also da wurde dein Talent auf jeden Fall bisher verkannt. Ich habe selten so einen guten Old Fashioned getrunken. Dankeschön. Und wenn der Neue hier mir nicht noch die Hosen später auszieht, dann gibt es davon auch noch mehr. Okay. Mann, ich bin ehrlich, es ist meine erste Pokerrunde, beziehungsweise das, was ich so mitbekomme. Und ich muss echt sagen, also wenn ich an Tobias Stelle wäre, es muss schon bitter sein, so viel Kohle zu verzocken, oder? Also um den Tobi brauchst du ja wirklich keine Sorgen machen. Der hat ein reiches Erbe. Der verzockt hier regelmäßig die Kohle von seinen Eltern bei Frankie. Aber so, tatsächlich. Dem wird's okay. Nicht schlecht gehen. Also da brauchst du dir wirklich gar keine Gedanken machen. Okay. So, ich muss dann mal wieder an den Tisch. Viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Und bis später. Grüß dich, mein Freund. Wie geht's dir? Ja, sicher doch. Ja, passt. Du bist schon seit hier. Ja, es lief ganz gut, aber. Schönen Freitagabend. Alles klar.
Ich habe ja auch noch ein bisschen Platz für dich, ne? Also. Jo, gerne. Nehme ich mal ein paar rüber. So, bitteschön. Ja, wir gucken mal, ne? Wir gucken mal, wie es läuft. Dankeschön. So, herzlich willkommen. Ich bin Lea und ich bin für heute Abend die Badame. Was darf es denn zu trinken sein? Guten Abend, Lea. Gibt's nur noch ein Minütchen? Ja, klar, sicher. Danke. Sehr gern. Igor, für dich auch was? Okay, ich kenne mich zwar nicht so gut mit Poker aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ da gerade geschummelt hat. Das würde zumindest auch erklären, weshalb er die ganze Zeit gewinnt. Verzeihung, ich hab was vergessen. Ich glaube, Maximilian hat schon. Ich habe gerade gesehen, wie er aus seinem Ärmel eine dritte Karte geholt hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Hey! Mitkommen. Was ist los? Wir spielen doch hier. Komm mit! Ja, weißt du was? Ja. Bring mal Long Island Iced Tea zum Warmwerden, ne? Okay. Oh, scheiße. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Fehler gemacht. Nicht, dass die diesen Maximilian jetzt wegen mir verprügeln. Oh Mann, das wollte ich nicht. Ja? Hey, du wolltest mich sehen. Alles gut. Herzlichen Glückwunsch. Okay, klär mich auf, ich verstehe nicht so ganz. Also, das ist Maximilian, einer meiner Mitarbeiter. Und er war eingeweiht, dass er falsch spielen soll. Alle waren eingeweiht an dem Tisch, auch er. Und ich brauche nämlich vertrauenswürdiges Personal. Und das war ein Test und den hast du bestanden. Glückwunsch. Okay. Danke euch. Danke. Oh Gott, ich dachte schon, was habe ich getan? Alles okay, alles gut. Nimm Platz. Danke. Aber du Frank, darf ich dich noch was fragen? Das ist doch eine illegale Spielhöhle hier. Exklusiver Club, sagen wir hier. Exklusiver Club. Lass uns über den Job reden, okay? Okay. Geregelte Arbeitszeiten, Urlaubsgeld. Du wirst ganz normal als Bardame angemeldet und natürlich auch versichert, also wie das hier, wie sich das gehört. Mhm. Ja? Nur eine Sache ist verdammt wichtig, und das ist Diskretion. Ja. Okay, sonst kein Haken. Du verdienst hier wirklich viel Geld, ja, und auch Trinkgeld natürlich, aber dafür möchten meine Gäste Diskretion haben, wie ich auch vorhin schon gesagt habe. Ansonsten, schau mal hier. 10.000 Euro Vertragsstrafe. Genau, aber dafür musst du nur ruhig, okay? Die Kleidung kannst du behalten. Und du könntest am Montag auch schon anfangen direkt. Überlegst dir, ja? Boah, ey, was mache ich denn jetzt? Also ich kann ja nicht mal mit irgendwem darüber sprechen, geschweige denn mit Ben. Was soll ich denn sagen, dass ich bei illegalen Pokerrunden die Bardame spiele? Mann, wobei ich echt sagen muss, die Bezahlung und das Trinkgeld sind echt verdammt gut. Und mit dem Job könnte ich echt schnell viel Kohle zusammenbekommen. Und wer weiß, vielleicht sogar doch irgendwann das Vanity kaufen? Okay, ich glaube, ich habe alles. Igor, vielen Dank fürs Nachhausefahren und wir sehen uns dann am Montag, richtig? Ich hol dich Montag morgens ab, ja? Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Hey, Ben. Oh, Schatz, siehst du sexy aus. Eine Limousine? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, ein bisschen. Ich habe nämlich einen neuen Job und zwar einen ziemlich gut bezahlten. Okay. Ja. Und du stehst hier und spionierst mir ein bisschen nach? Nein, so weit sind wir jetzt auch wieder nicht. Ne? Ich habe nur Müll rausgebracht. Okay. Okay, was kann das für ein Job sein, in dem man so ein sexy Kleid rumläuft? Gefällt's dir? Ja, sehr hübsch. Und dann noch hier so ein Bodyguard, so einen brutalen Hünen da mit sich so an der Seite trägt. Und dann noch bei der Limousine nach Hause gebracht wird. Was ist, Schatz, bist du jetzt ein Rockstar oder was? Ja, wahrscheinlich. Nein, nicht ganz. Ich glaube, mich will keiner singen. Aber dann erzähl mal, ich meine, Schatz, der Typ, der hat jetzt schon ein bisschen mafiosi ausgesehen. Okay, nein, also ich kann dir die Sorge schon mal nehmen. Igor ist kein Mafiosi. Igor ist Türsteher in einem exklusiven Club, in dem ich
ab Montag als Bardame anfange. Ich habe einen neuen Job, Baby. Ist das nicht geil? Und soll ich dir mal was sagen? Ich fühle mich heute nach diesem ersten Probearbeiten schon mehr wertgeschätzt als von Jan in einem ganzen Jahr, wo ich mir das wirklich den Arsch aufgerissen habe. Dann komm her. Dankeschön. So, heute Morgen haben wir erst darüber geredet, okay? Jetzt kannst du das Vanity hinter dir lassen, jetzt kannst du Sam hinter dir lassen, nur noch nach vorne sehen. Wir stoßen jetzt an und du erzählst mir alles über den Job. Können wir das vielleicht auf morgen verschieben, Schatz? Ich bin ziemlich K.O. und der ganze Tag war wirklich sehr aufregend. Ich würde mich nur noch frisch machen, dann ab ins Bett. Ich verstehe dich. Ja? Morgen ist ja auch noch ein Tag, aber beeil dich, okay, Ben? Mach ich. Hoffentlich baut Ben jetzt nicht das ganze Wochenende weiter nach. Weil ehrlich gesagt fällt es mir schon schwer, ihm nicht mehr über meinen neuen Job zu erzählen. Aber 10.000 Euro Strafe? Niemals, das Risiko kann ich nicht eingehen. Sorry. Könntest du mir mal bitte sagen, was für ein Chef seine Mitarbeiterin so früh am Morgen in so einer Karre abholt? Kommen wir rein? Solange ich dir finanziell aushelfe, damit nicht rauskommt, dass du die ganze Kohle schon ausgegeben hast. Aber, hey, ich krieg allmählich Panik bei dem ganzen Luxus, die die haben will. Findest du nicht auch, dass die Blicke, die dein und mein Vater austauschen, irgendwie merkwürdig sind? Allgemein das Verhalten von den beiden? Hey, wir hatten Sex und du warst so gefühlvoll, du kannst mir das nicht erzählen. Das war für dich nicht mehr. Steve, du machst gerade alles kaputt. Ja,